So, hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute gibt es mal wieder eine Runde E25. Ich habe nicht nochmal eine bisschen bessere Runde hingelegt, als ich letztes Mal schon gezeigt habe. Auf Himmelsdorf, was jetzt nicht so meine Lieblingskarte mit dem E25 ist, weil der hat ein bisschen Schwierigkeiten. Wenn er gesehen wird, wird normalerweise auch auf ihn geschossen, weil der halt quasi keine Panzerung hat. Was dann darin resultiert, dass ich ziemlich schnell sterbe, sobald ich gesehen bin. Ja, hat aber hier ganz gut funktioniert in der Runde. Deswegen wundert euch nicht. Kann man Kameramodus mit linker Maustaste wechseln? Wusste ich auch noch nicht. Ah, ich kann das wechseln zwischen, was ich mir angeguckt habe, und freie Maus sozusagen. Freie Ansicht. Das ist ja interessant. Und lässt das gar nicht pausieren. Interessant. Und ich kann auch irgendwie die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Das habe ich mir aber jetzt nicht genau angeguckt. Ja. Ist ja auch egal. Ich zeige euch einfach mal das Replay so an sich, wie es jetzt abgelaufen ist und was ich sozusagen mir angeguckt habe. Kann ja mal die. So, und dann kann ich mich auch. Seht ihr auch wieder, was ich gesehen habe. Ja, ihr. Wie ihr jetzt seht, Himmelsdorf. Für Panzerjäger immer ein bisschen schwierige Karte. Ich habe hier mit dem E25 einen kleinen Vorteil, dadurch, dass ich schnell bin, kann ich mich erst in Sicherheit bringen, falls ich irgendwie. Falls der Gegner irgendwo durchbricht oder sowas. Und zweitens kann ich auch mal irgendwo auftauchen, wo man mich nicht erwartet. Was ich hier zum Beispiel gerade versuche, indem ich hier runterdüse. Und dann hier in eine Stellung bringe, wo vor mir aufgeklärt wird durch den ELC. Und ich halt möglichst nicht erwartet werde. Und das seht ihr schon, es erwarten nicht viele, dass dort jemand steht. Da habe ich bloß irgendwie falsch gezielt. Ja. Ich helfe sozusagen unserem Scout ein bisschen. Unser ELC hat nämlich eigentlich die bessere Kanone. War ja auch bloß ein 4er Scout, wenn wir einen 5er sozusagen haben. Also der ELC würde ich schon als Scout ansehen. Aber die ganzen Franzosen haben ziemlich fette Kanonen auf ihren leichten Panzern. Die können. Das sind, glaube ich, sogar die gleichen Kanonen wie die Mediums auf den. Die haben, glaube ich, gar keine Mediums. Aber die können halt mit Medium-Kanonen auf dem entsprechenden Level mithalten. Und sind halt aber noch schneller, haben dafür ein bisschen weniger Lebenspunkte und weniger Panzerung. Wenn man es mag. Ab Stufe 6 oder 7. Ich glaube, Stufe 7 sind es auch Autoloader. Das bedeutet, die haben ein Magazin und können zum Beispiel mal 4-5 Schüsse schnell ineinander rausgeben und müssen dann aber halt mal 20 bis 40 Sekunden nachladen, je nachdem, welchen man davon nimmt. Muss man halt seine Spielweise ein bisschen anpassen. Da habe ich mal geguckt, ob ich da hochschießen kann. War leider nicht möglich. Aber dafür habe ich dort unten einen Scout gefunden, den ich irgendwie erstmal nicht durchkomme. Ja, bei mir aber auch nicht durchkommt, schönerweise. Doch, jetzt kommen wir durch. So, jetzt kommen wir durch. Da habe ich jetzt gesehen, unten auf der Karte rechts, da sind welche, sozusagen hinter denen ich schon bin. Und hinter Gegnern stehen ist immer super. Ich habe meinen Fahrer übrigens inzwischen wiederbelebt. Beziehungsweise verarztet. Und das ist immer eine gute Variante, so zu stehen mit dem E25, da. Das ist ultra nervig für den, wenn er ständig blonk, blonk macht. Und da hat er eigentlich keine richtige Chance, dass er sich nicht direkt umdreht und in Sicherheit bringt, um mich zu töten. Ich habe jetzt hier gedacht, wenn ich hier weiterfahre, dann treffe ich bloß irgendwelche Gegner, weil wir haben den Hügel komplett verloren. Und deswegen stelle ich mich mal hier an die Seite. Und dachte mir, wenn sie jetzt hier irgendwie vorfahren, sozusagen, um den Cap zu resetten, kann ich denen dann möglichst in die Seite schießen. Deswegen war ich hier so ein bisschen in lauer Stellung mal gegangen. Schöner wäre es natürlich noch gewesen, hätte ich irgendwie Büsche oder sowas vor mir gehabt, aber das geht halt auf Himmelsdruck schlecht umzusetzen. Deswegen war ich einfach hier am Stehen und Warten. So, da ist schon einer, der es unbedingt versuchen wollte, mich zu treffen, den ich gar nicht vorher gesehen hatte, bevor er geschossen hat. Aber da fährt auch einer lang, der Problem war. Da der links von mir nicht um die Ecke guckt, schieße ich halt auf den da. Aber der schießt aber dafür auf meine Leute. Das ist nicht ganz so geil ist. Aber der KV-3 dort ist für mich eigentlich Priorität erstmal. So, da ist der weg. Müssen wir den KV-3 noch töten.
Leider bringen sie meine Leute nicht ganz genug in Sicherheit. Beziehungsweise steht hier irgendwas vor mir, was nicht so geil ist. Ach doch, das ging sogar noch. Ein KV-1S macht nämlich weniger Schaden als ich pro Minute. Wir haben ungefähr das gleiche Leben. Und da schieße ich gerade auf den Schwachpunkt, den er frontal hat. Und das ist, glaube ich, sogar abgeprallt. Aus irgendeinem Grund. Bin ich zwar getroffen, aber ist abgeprallt. Und dort kann ich nicht hinschießen, so richtig. Die treffe ich nicht. Den treffe ich nochmal. Also ihr seht, ich hau hier echt viel Schaden raus. Aber leider reicht es am Ende dann doch nicht. Noch 3 Kills gemacht. Klappt einfach nicht ganz, was ich hier wollte. Naja, was soll man machen? Das war gestern um... Ja, wenn das jetzt die jetzige Uhrzeit, die da angezeigt wird. Nicht die gestrige. Problem ist, dass ich noch ein T29 habe. Und damit ist gar nicht die Runde. Aber da steht trotzdem noch viel zu viel drin. Da kann ich nichts machen. Mit einem Schuss bin ich tot. Währenddessen dort noch eine Sud neben mir steht. Also. Da war nicht viel zu reißen mehr nach der Aktion. Sie hat übrigens die kleine Kanone und damit bin ich tot. Weil sie damit schneller schießt als ich. Moment mal, die. Ach nein, da werde ich noch getötet. Von der Seite dann. Da wollte der T150 den Kill haben, sonst hätte ich die auch noch weggemacht. Ja, das war's für diese Runde. Gibt noch ein kleines Schmankerl jetzt als Bonus hinterher. So, jetzt gibt's die kleine Bonusrunde, die ist nicht allzu lang für mich. Ihr seht es hier, ich bin in meiner 4er AT, das ist kurz danach gewesen, nach der Runde, die ich euch gerade eben gezeigt habe, gestern. Ja, und ihr werdet hier was sehen, wo ich dachte, wo ich schon fast gedacht hatte, der Gegner cheatet, aber ich vermute mal, er war einfach unglaublich glücklich. Naja, jedenfalls eigentlich die Map gar nicht so schlecht. Fjorde mit einer Arti ist machbar, gerade mit einer Briten-Arti, die relativ steilen Winkel hat. Und ich mag auch eigentlich die Birchgun ganz gut. Bin hier halt laut hier, was nicht ganz so geil, aber ist bei einer Arti nicht so entscheidend, muss ich mal sagen. Eigentlich geht es trotzdem noch ganz gut, was zu erreichen. Und ja, relativ Arti-typisch fahre ich mich halt mal hier hoch auf den Berg. Oh, Quatsch. So. Also, ihr seht, ich habe ja auch alle Bäume stehen lassen und so. Ich habe mich nicht irgendwie bemerkbar gemacht. Bisher. Und bleib dann halt hier stehen. Und ich mir dachte, oh, das ist ja weit genug. Kann man doch mal gucken, ob man irgendwie was einziehen kann. So, ziehe ich erstmal da hinein, weil ich, das ist so die typische Stelle, wo zuerst Sachen aufgedeckt werden. Dann denke ich mir so, es könnte auch da oben, genau, da wo angepinkt wird, wo ich erst angepinkt habe. Wird auch ziemlich oft aufgedeckt und da kommt schon das erste. Und dann kriege ich einen Treffer und gehe schon Birchgun ab. Ohne dass ich geschossen habe. Einfach so. Und ich war dann wirklich so, what the fuck? Warum? Ich glaube, das schreibe ich sogar noch. Ich war einfach nur so, wie, was zur Hölle? Hä? Genau, da kommt noch ein how the fuck von mir. Also das würde ich mal als Glücksschuss des Monats bezeichnen. Also, weil das ist nicht normal. Naja, das war der Bonus. Danke fürs Zuschauen und bis bald.